heute ist nicht die Zeit für originelle Einstiegsfragen oder sonstige Experimente. Wir alle wissen, was in den letzten 2 Wochen passiert ist. Es beschäftigt uns alle, wir denken alle darüber nach. Und Frau Lorenz, wie hat Sie denn die aktuelle Situation bisher berührt und was löst es bei Ihnen aus? Naja, also ich war im ersten Ansatz schon überrascht und im zweiten auch ein bisschen gedämpft. Aber mittlerweile haben wir noch weitergehende Stürme erlebt und man kühlt dann auch wieder ab und beruft sich ja auf lange Jahrhunderte Kulturgeschichte, Geistesgeschichte, Beispiele, wie es ähnliche stürmische Zeiten gab. Und man besinnt sich dann auch wieder darauf, was unser gesellschaftlicher Kultur- und Bildungsauftrag ist. Jetzt hat es nochmal diesen Stoß von außen gegeben und das heißt für uns, noch radikaler zu werden, noch klarer zu denken und uns selber als große Kulturinstitution in diesem Land in den Blick zu nehmen. Und insofern zieht es eigentlich ständig in meinem Büro, schon allein, weil das Schloss natürlich sanierungsbedürftig ist, aber im Moment fegt es also richtig durch und das ist gut so. Weil man in diesen Tagen eigentlich nur schlecht gelaunte oder panische oder mindestens sorgenvolle Menschen trifft und Sie jetzt sagen, das hat auch was Gutes, möchte ich Ihnen unplanmäßig die Gelegenheit geben, das vielleicht nochmal mit 2, 3 Sätzen auszuführen. Warum ist es denn auch was Gutes? Also was ermöglicht diese Situation Ihnen denn jetzt, was Ihnen sonst nicht ermöglicht worden wäre? Naja, es ist ja vor den Augen von uns allen nochmal klarer geworden als in den vergangenen Jahren, wie fragil das ist, was wir als demokratische Gesellschaft schätzen gelernt haben, in der wir leben, in der wir unser Leben vollziehen. Also ein gelingendes Leben auf höchstem Niveau, was den materiellen Wohlstand betrifft, aber eben auch, was eine gesellschaftliche Differenzierung in dieser Gesellschaft ermöglicht. Die Meinungsfreiheit, das Diskursniveau, die Qualität, aber eben auch sehr vieler gesellschaftlicher Institutionen, nicht nur der Kultur- und Bildungsinstitutionen, auch der Medien, bei all dem Ärger, den wir immer wieder auch mal haben damit. Das alles gilt es wertzuschätzen und es bleibt die Frage, was wir als eine Kultur- und Forschungsinstitution mit sehr reichen Erbschaften und enormen intellektuellen Ressourcen zum Schutz dieser Demokratie, zur Weiterentwicklung auch der Demokratie, der Grundfragen, die uns umtreiben, beitragen können. Und da ist schon mal so ein kurzer Stoß vor die Brust, manchmal auch sinnvoll, also kleiner Schlag auf den Hinterkopf, ermöglicht manchmal auch das Weiterdenken. Herr Dr. Wienanz, meine Frage an Sie gibt mir die Gelegenheit, ohne allzu eselhaft zu sein, nochmal zu sagen, wer ich bin. Ich arbeite für die Süddeutsche Zeitung, heiße Cornelius Pollmer, komme ursprünglich aber aus Dresden. Und in Dresden haben wir mit Schlägen auf dem Hinterkopf, manchmal mit der flachen Hand, manchmal auch mit dem Knüppel, in den letzten Jahren einige Erfahrungen gesammelt. Und ein großer Diskussionspunkt war da, wie gehen große Kulturinstitutionen damit um? Sie haben darüber gesprochen, über das Neutralitätsgebot. Das ist, wenn man die Semperoper betrachtet, auch wenn man die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden betrachtet, insbesondere wenn man das Staatsschauspiel in Dresden betrachtet, bei Zeiten abgeräumt worden. Was muss man, wenn man sich positioniert, in Zeiten wie diesen beachten? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eine klare Haltung haben. Also ich meine, man muss Dinge, die nicht in Ordnung sind, auch ansprechen. Ich bringe das mal an einem Beispiel. Man muss tolerant sein gegenüber den Menschen. Man muss die Menschenwürde beachten, das Gegenüber. Aber für intolerante Meinung muss ich keine Toleranz aufbieten. Es gibt keine Toleranz für die Intoleranz. Und wir müssen klar sagen, was nach unserem Grundgesetz gilt. Da gibt es Dinge wie Menschenwürde, freie Meinungsäußerung und jeder hat die gleichen Rechte in diesem Land. Und da kommt es nicht auf Hautfarbe, nicht auf sonst was an. Wir haben Artikel 3, einen Gleichheitsgrundsatz. Wenn wir uns das alles vergewissern, was eigentlich zu unserer Demokratie zählt, dann hat man eine klare Haltung, wie man eintreten muss. Und das, glaube ich, ist wichtig. Und da sehe ich eben auch, das ist ein billiger Spruch, aber in jeder Krise ist auch eine Chance, dass wir uns jetzt mal wieder Gedanken darüber machen. Heute eine solche Veranstaltung dient ja auch dazu. Und ich finde, wenn dann es noch immer in diesem Land eine deutliche Mehrheit gibt, die das alles ablehnt, dann ist das auch ein positives Zeichen, weil Sie jetzt Dresden ansprachen. Was ich schlimm fand an Dresden war, dass Dresden damit in der Welt im Grunde als ein Ort durch diese Pegida-Demonstration dargestellt wurde, der Intoleranz.
und dass Leute nicht mehr nach Dresden wollten. Da haben übrigens auch unsere Kultureinrichtungen drunter gelitten. Wer will denn seinen Urlaub in Dresden machen, wenn er nicht in die Semperoper rein kann und davor solche Demonstrationen stattfinden? Der Ort war nicht mehr für viele interessant, auch für die Kultureinrichtungen nicht mehr interessant. Und es ist auch schwierig, Leute in ein Max-Planck-Institut nach Dresden zu bekommen, wenn solche Dinge stattfinden. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das alles begreifen, wie das auch das Bild nach außen dann, sowohl innerhalb Deutschlands wie auch außerhalb Deutschlands, wie das wirkt. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass dann diejenigen zusammenstehen und sagen, das wollen wir nicht. Und deshalb liegt auch in jeder Krise, glaube ich, eine gewisse Chance. Bei uns ist Professor Dr. Tilman Reitz, ganz zu meiner Linken sitzend, ursprünglich aus Frankfurt am Main, seit 2015 Professor für Wissenssoziologie und Gesellschaftstheorie an der Uni Jena. Es sind ja sehr gesellschaftspraktische Tage, Herr Reitz. Und Heinz Bude hat mal gesagt, ein Soziologe gehört in die Straßenbahn. Dieser Tage könnte man sagen, Soziologe gehört nach Thüringen. Haben Sie das schon was gelernt in den letzten zwei Wochen, mehr als wir, oder bewundern Sie auch noch das Problem? Ich bin total fasziniert, aber auch ein bisschen erschrocken von dem Problem. Also das ist klar, und ich werde meine Lösungen eher durch Lektüre entwickeln, als dass ich direkt mit den Leuten auf der Straße spreche. Es ist aber natürlich interessant, dass Leute das machen, und mit denen kann ich dann wiederum sprechen. Also es sind direkt irgendwie von unserer Universität Leute rausgegangen und haben irgendwie so Mikrobefragungen durchgeführt an dem fraglichen Mittwoch und sind auf viele Menschen gestoßen, die schockiert waren, aber auch auf einige AfD-Anhänger. Also das war ziemlich interessant. Für mich ist es aber hauptsächlich eine gesellschaftstheoretische Frage. Also was ist eigentlich los mit einer Gesellschaft, wo diese Sorte rechtspopulistischer Angebote dermaßen stark verfängt? Und ich sehe die Chance, muss ich jetzt den beiden VorrednerInnen sagen, noch nicht. Denn wenn die Chance nur darin besteht, das abzuwehren, hat man eigentlich noch keine Gegenstrategie. Dann sagt man nur, ist prima, wir stehen zusammen und verteidigen unsere Demokratie, aber es wäre ja noch toller, wenn sie einfach gar nicht gefährdet wäre. Also mich würde schon interessieren, von was sind die Leute genauso frustriert, so enttäuscht, wo fühlen sie sich genauso abgehängt, dass sie jetzt irgendwie zu diesen Mitteln greifen und dieser Sorte von Politik anhängen. Diesem Konflikt wollen wir dann gerne nachgehen. Ich möchte aber vorher noch zu Markus Lanz mäßig mich ein bisschen nach links drehen. Links von mir sitzt Professor Dr. Jan-Philipp Remsma, Germanist, Mäzen, Publizist. Er ist Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Hamburg und hat in der Süddeutschen Zeitung, ich mache jetzt keine Werbung, aber es ist nun mal so, dass eine Ansprache an Demokratie dort vor ein paar Wochen abgedruckt worden ist von Herrn Remsma. Und er zitiert darin, und das möchte ich kurz wiedergeben, bei Worten tut man gut, alle Übergrößen zu vermeiden. Das stand in diesem Text. Herr Remsma, jetzt haben wir in den Tagen nach dem 5.2.2020 viele Wörter wieder auf dem Tableau gehabt. Zwei davon waren Tabubruch und Dammbruch. Das ist so von vielen übernommen und verbreitet worden. Hilft solche explizite Wortwahl und trifft sie auch auf die Situation zu aus Ihrer Sicht? Schon beim ersten hätte ich gerne nachgefragt, was ist das für ein Bild, was ist diesseits des Dammes, was ist jenseits des Dammes, weiß man ja nicht. Beim zweiten weiß ich, er hat es nur gesagt, was der erste gesagt hat. Also stelle ich fest, es ist eine gewisse Kaskade des Nicht-Nachdenkens. Und ich glaube, dass das, was wir hier als Aktualität bezeichnen, eigentlich in erster Linie das ist, ich glaube, Max Weber nannte es, eine sterile Aufgeregtheit. Was ist denn passiert? Also ich weiß gar nicht, worüber wir reden. Das hat ja niemand beim Namen genannt. Oder immer nur gesagt, Thüringen, soll ich das nochmal tun? Oder? Und so weiter. Ich nehme mal an, Sie meinen den Vorgang, dass eine rechte bis in Teilen rechtsradikale Partei einen parlamentarischen Coup gelandet hat. Die anderen Parteien waren zu dämlich, um das richtig zu bemerken. Und der Vorsitzende der FDP hat sich reinlegen lassen. Die Bundeskanzlerin hat in Südafrika ein undurchdachtes Statement gehalten, wo man sich wieder darüber aufregen konnte. Und die Leute laufen herum wie im Hühnerstall. Das ist doch bitte keine Aktualität, die uns in irgendeiner Weise hier ein Thema liefert. Nein, das ist es nicht. Da ist nicht viel passiert. Herr Reitz, wir müssen die, entschuldigen Sie, wenn ich das, ja. Wir müssen uns an die Zeit halten, ich weiß auch.
Wir müssen die Kunst nicht verteidigen, die Freiheit der Kunst. Gegen wen denn? Die ist gewährleistet durch unsere Rechtsordnung und die Gesetze. Es ist alles in Ordnung. Und dazu, dass alles in Ordnung gehört immer, dass es ein paar Unangenehme, ein paar Widerliche oder ein paar Idioten gibt, die dagegen etwas unternehmen wollen. Aber wir sind doch die Mehrheit. Sehen Sie das auch so? Ich gucke mal in den Rest. Herr Wienand, Sie schütteln mit dem Kopf. Was ist nicht in Ordnung? Herr Riemsmann, es wäre dann in Ordnung, wenn es keine Folgen hätten. Aber diese Folgen sehen wir. Diese Verhetzung, diese Hetze im Netz, diese Bedrohung an Kommunalpolitiker. Wir haben heute im Kabinett, ist beschlossen worden, ein Gesetzentwurf gegen Hass im Internet und alles, was daraus kommt. Wir können nicht leugnen, dass wir Halle haben, den Anschlag. Wir können nicht leugnen durch diese ganzen Verrohungsgeschichten, dass ein Regierungspräsident in Kassel ermordet worden ist. Da hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich hätte mir nie NSU vorstellen können. Ich hätte mir das in diesem Lande nicht vorstellen können. Und das hat irgendwo geistige Urväter. Und da müssen wir uns klar machen, wir können ja sagen, das ist nicht so wild. Wissen Sie, wenn bei uns der zuständige Kulturpolitiker sagt, das ist eine Versiffung der Kultur und wir müssen diese Versiffung wieder beseitigen, dann kann ich sagen, ja gut, das ist ein bisschen witzig vielleicht und komm, was will der schon groß, ja? Aber das lesen Leute, es greifen Leute auf, es greifen auch Leute auf, die sind nicht so durchdacht strukturiert. Und die handeln dann. Irgendwann kommt der Weg vom Denken zum Handeln. Und die, die dann gedacht haben, die distanzieren sich. Das haben wir ja gar nicht so gemeint. Und es gibt da welche, die handeln und die greifen dazu. Und das müssen wir verhindern. Wenn einer von Versiffung der Kultur spricht, ist das ein Mensch, den man, wenn man zum Beispiel ein parlamentarisches Gegenüber hat, dem man dann Kontra gibt. Den man möglicherweise verachtet. Aber er darf das sagen. So muss man differenzieren. Und wir dürfen nicht unsererseits in eine undifferenzierte Aufgeregtheit verfallen, sondern wir müssen klar sagen, was man wann wogegen tun will. Herr Reitz, ich komme gleich zu Ihnen, möchte kurz Frau Lorenz noch fragen, was Sie glaubt, was nicht in Ordnung ist. Mein persönlicher Eindruck ist zwar auch, dass zunehmend Akteure in der Demokratie wieder selbstbewusster werden, indem Abgrenzungen, die Herr Rems mal beschreibt, auch in den Schattierungen. Was ist aus Ihrer Sicht dennoch nicht in Ordnung? Also ich finde, den sozialen Klimawandel in dieser Gesellschaft, der ist spürbar. Und ich finde es auch besorgniserregend. Ich finde es gleichwohl sehr gut, dass Herr Remzma jemand ist, der jetzt auch sehr bewusst natürlich versucht, wieder auf den Boden zu kommen. Und diese Gelassenheit, die wir unbedingt brauchen, gerade wenn es um uns herum stürmt und die Dinge kontroverser werden in dieser Gesellschaft. Und jetzt sitzen wir hier in diesem wunderbaren Konzentrationsraum der Bibliothek, der Anna-Amalia-Bibliothek. Und für mich ist das wirklich fast ein Symbol dessen, was Ebbi Warburg mal als Denkraum der Besonnenheit genannt hat. Und wenn Kultureinrichtungen, die soziale Freiräume sind, die für den gesellschaftlichen Austausch, die Kommunikation, ein zivilisiertes Gespräch da sind, auch Denkräume der Besonnenheit sein können, der Meditation und der Einkehr der Geistigen, dann finde ich das richtig und gut. Und wir werden ja gleich noch dazu kommen, was wirklich zu tun ist. Wie können wir wirkliche Methoden und Aktionen entwickeln, um aus unseren Elfenbeintürmen rauszukommen und uns stärker noch in diese Selbstbewusste, auch in diese Gesellschaft einzubringen? Da ist vieles vonnöten, vor allen Dingen auch erstmal Selbstkritik, zu fragen, was haben wir auch versäumt in unserer Bildungsarbeit, die mit Millionen gefördert wird? Gibt es Dinge, die wir anders machen können? Und das meine ich, wenn ich sage, das ist eine Chance, angestoßen zu sein von außen durch größere Widersprüche, die es vorher nicht gab, sich selber stärker auf den Prüfstand zu stellen, zu sagen, reicht unsere Arbeit noch oder müssen wir anders rangehen? An exakt dieser Stelle möchte ich diesen Gedanken gleich mit Ihnen fortführen. Herr Reitz, hier auf dem Podium sitzen vier Menschen, die mindestens promoviert haben. Ich habe mir immerhin eine Krawatte umgebunden. Und im Raum wird es kaum anders aussehen. Jetzt, wenn wir den Schnitt mal betrachten, haben wir einfach keine Ahnung, was draußen los ist. Auf Twitter gibt es immer diese Frage, welche Gesellschaft soll das abbilden? Sie haben, glaube ich, noch regelmäßigeren Kontakt, die Breite der Gesellschaft, als das vielleicht sogar auf mich zutrifft. Wie sehen Sie es?
Na, ich würde da vielleicht drei Dinge dazu sagen, und zwar schon auch nochmal anknüpfend an Herrn Remzma mit dieser Frage, was ist los? Also man unterscheidet ja in dieser Zeit immer ganz gerne so zwischen den Eliten und dem elitenfeindlichen Populismus. Und dann würde ich sagen, als erstes haben die Eliten massiv was falsch gemacht. Sie haben nämlich diesen Coup bisher immer noch nicht bewältigt. Die CDU-Fraktion im Landtag weigert sich irgendwie zu Neuwahlen zu kommen auf eine geregelte Weise. Also das ist wirklich, dass man so lange sich davon in Mitleidenschaft ziehen lässt, ist für mich schon ein extremes Versagen. Und zwar, wenn man den Konsens bewahren will, dass mit der AfD keine Regierungszusammenarbeit möglich ist. Wenn das der Konsens ist, der bisher galt, dann ist er aufgebrochen worden, und zwar ziemlich wirksam aufgebrochen worden, und in Thüringen hat man es immer noch nicht bewältigt. Also das ist sozusagen das, was bei den Eliten los ist. Das sehen Sie und wissen Sie alle, aber ich wollte es noch mal in Erinnerung rufen. Was auf den Straßen los ist, kriege ich zum Teil auch nur mit, durchs Radio mit, aber da hört man dann solche Dinge wie, dass irgendwie ein Regisseur in Altenburg dunkelhäutige Schauspieler einsetzt und dann seinen Job kündigen muss, weil er irgendwie den sozialen Druck nicht mehr aushält. Also es ist nicht so, dass irgendwie die Freiheit der Kunst in überhaupt keiner Weise gefährdet wäre, sondern es gibt Orte, an denen ist es so. Und das, was jetzt die Soziologie im engeren Sinne sagen kann, ist schon ganz interessant. Sie kann nämlich fragen, welche Bevölkerungsgruppen sind denn nun irgendwie auf eine besonders rechte Weise gerade in Aufruhr. Die Kollegen bei mir am Institut machen das irgendwie, indem sie sich Gewerkschaften anschauen und Unternehmen anschauen und sehen, dass eben schon diese These, AfD ist die neue Arbeiterpartei, zwar nicht 100%ig richtig ist, aber ein paar Anhaltspunkte hat. Und Forschungen dieser Art sind ja ziemlich interessant. Welche Leute genau begeistern sich dafür, die sich vorher nicht für extrem rechte Inhalte begeistert haben? Und wenn das immer schon geschlummert hat in diesen Leuten, warum wird das auf einmal aufgeweckt? Das sind die Fragen, die jetzt, glaube ich, wirklich akut werden. An der Stelle würde ich einen Punkt setzen, hinter die Betrachtung der Gegenwart. Wir haben da keine komplette Einigkeit, was ich aber auch überraschend gefunden hätte und auch gar nicht so schön gefunden hätte, wenn wir die erzielt hätten. Frau Lorenz, Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt große Einrichtungen, gefördert mit vielen Millionen Euro. Kommt da genügend raus? Oder sind, um das noch ein bisschen zu verschärfen, die Frage, Einrichtungen wie die, die Sie leiten, mehr Teil des Problems als Teil der Lösung? Das ist jetzt zugespitzt formuliert, aber ja, da ist was dran, und das wirklich in den Blick zu nehmen, und zwar nicht nur einzelne Vertreter der Institutionen, sondern die Teams, die hinter der Arbeit dieser Institutionen stehen, wirklich gemeinsam reflektierend über diesen Zustand ins Gespräch zu bringen, das ist erstmal der erste Schritt. Ja, wir sind als eine klassische Institution der Hochkultur ein Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung des Problems. Und dieses gilt es erstmal ziemlich klar und emotionslos zu erkennen. Wir haben Räume, die Räume der Distinktion sind. Als solche sind sie auch gebaut worden. Und das muss man erstmal schlucken und sagen, boah, ja, da ist was dran. Und wie kommen wir jetzt aus dieser Falle raus? Und die Frage ist eben nicht nur, was kommt raus aus unseren Institutionen, sondern erstmal, was kommt rein? Wie stellen wir unsere Ohren und unsere Sinne auf? Wie senden wir unsere Fühler in die Gesellschaft, um zu erkunden, was da gebraucht wird? Fragen wir das überhaupt? Oder machen wir nicht in einer doch auch einer engen Echokammer, ist heute schon mal gefallen das Wort, in einer Blase das, was wir als Experten für Barockmalerei oder Goethe-Zeit gedacht haben, machen wir das einfach weiter. Und ich bin ja der Meinung, aber ich wusste gar nicht, wie recht ich habe, dass wir poröser werden müssen als Institution. Das ist aber leichter gesagt als getan. Nur, es beginnt auch mit ganz einfachen Dingen. Das geht los mit dem Zustand unserer Foyers. Und lassen wir Menschen auf die Toilette? Und wie geht weiter und endet? Und da wird es dann wirklich sehr interessant, wie kuratieren wir unsere Ausstellung? Wenn wir jetzt anfangen, über ein Konzept für das Goethe-Nationalmuseum nachzudenken. Wie sanieren wir das Wohnhaus des Meisters? Wie machen wir das? Müssen wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes offener werden? Wie halten wir die Spannung
zur Denkmalpflege aus. Heißt es nicht, dass wir uns komplett umdrehen müssen, dass es nicht mehr um die Sanierung eines denkmalgeschützten Ortes geht, sondern dass es um ganzheitliche Nutzungskonzepte geht, um ein Endergebnis, das, was wir dann unserem Publikum bieten. Und das dürfen wir vorher nicht innerhalb der Mauern der Institution allein gedacht haben, sondern es macht schon Sinn, vorher das Publikum mal mit reinzuholen und an unseren Denkprozessen zu beteiligen. Das sind Vorstellungen, die klingen sehr logisch, sind gleichwohl doch nicht so ohne weiteres durchsetzungsfähig und müssen eben erstmal auch gedacht und eingeübt werden. Und dabei wird man eine Menge Erfahrung machen. Man wird auch eine Menge lernen, wie schwer das ist und wie lang das dauert, wirkliche Partizipationsprojekte und Prozesse, die nicht nur Lippenbekenntnis sind. Das verlängert Zeiten, in denen man sich eben miteinander verständigen muss. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum und ich würde gerne, gerade weil wir so fern sind von diesen Prozessen als Klassikstiftung, würde ich gerne das Experiment wagen, da auch zu einem Vorreiter zu werden und zumindest punktuell. Wir haben hier so unendlich viel Institutionen und so viel Aufgaben auch vor der Brust, dass man sagt, man fängt an und macht das Schloss jetzt zum Handlungsfeld und öffnet es. Herr Wienand, ich komme gleich zu Ihnen. Ich möchte Herrn Rehms mal aber kurz zu dem befragen, was Frau Lorenz gerade gesagt hat. Wäre Ihnen, wenn das so umgesetzt wird, dann zu wenig Distinktion? Wäre Ihnen das zu viel Öffnung? Wir wissen ja noch gar nicht, was gemeint ist. Denn in solchen kurzen Statements kann man nur vergleichsweise mehrdeutige und vieldeutige Wörter verbinden. Was Öffnung heißt, was Spannung heißt, was Distinktion abbauen. Das konnte Frau Lorenz ja gar nicht darlegen. Und ich würde dann gerne darauf antworten, wenn ich da, sagen wir mal, 40 Seiten lese darüber, nämlich auch an Beispielen. Dann versuche ich es nochmal anders. Dann aber haben wir genau das Problem, was hier angesprochen wird. Dazu braucht es Ihre Zeit, es zu schreiben, meine Zeit, es zu lesen. Und das können Sie nicht die Türen öffnen und den Marktplatz partizipieren lassen bei diesem Prozess. Das ist notwendigerweise ein Elitenprojekt, wo Leute, die entweder dafür bezahlt werden oder die Zeit dafür haben, ohne dafür bezahlt zu werden, sich daran beteiligen. Und das ist ein elitäres Geschäft. Da beißt keine Maus einen Faden ab. Also ist, weil wir erleben ja gerade, dass also alle Welt will Debattenzentrum werden. Alle wollen Diskurse führen. Das Angebot scheint die Nachfrage zu überholen. Um Gottes Willen, wollen Sie das alles hören? Das wäre meine Frage. Sind das wirklich Modebegriffe, hinter denen keine mögliche Realität stehen kann? Es sind Modebegriffe. Ich halte es für sehr fraglich, dass dahinter irgendetwas steckt, was eine erfreuliche Realität sein kann. Was nicht heißt, dass nicht trotzdem aus all dem an dieser oder jener Stelle etwas sehr Interessantes und sehr Aufregendes werden kann. Nur das muss jemand machen. Und das kann nicht durch Appelle hervorgerufen werden. Alle Sachen, wie man müsste mal, sind nichts weiter als das. Es gibt eine wunderschöne Geschichte von Heinrich Böll. Da läuft ein Unternehmer morgens durch sein Unternehmen und sagt, es wird etwas geschehen. Oder es muss etwas geschehen. Und dann kommt das Echo, es wird etwas geschehen. Und dann am Abend sagt die Belegschaft, es hätte etwas geschehen sollen. Das ist das Niveau unserer Debatten zurzeit. Jetzt muss ich unbedingt gleich direkt darauf antworten. Und ich hoffe, Herr Rehmsmann nimmt mir das jetzt nicht übel, aber ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Weil es ist eine Idee, die Herr Rehmsmann hatte. Und die wäre das schon ein sehr schönes Beispiel für ein mögliches, sehr unkonventionelles Herangehen an einen bestimmten Ort, nämlich an das Wielandgut in Osmanstedt. Wir sind uns einig, dass wir dieses mit Hilfe von Herrn Rehmsmann, er hat es angeboten, mitzudenken, das Konzept zu machen. Und eine Grundidee mir gegenüber geäußert, wo ich sage, wunderbar, das müssen wir machen. Wir müssen es jetzt allerdings wirklich konkret
ausdenken. Und da fängt die Schwierigkeit an. Aber die Grundidee ist, nicht diese drei etwas müden Museumsräume mit einem Flur dort neu zu bestücken mit einer Ausstellung, die auch noch so klug sein könnte, sondern den an Wieland zu erinnern im gesamten Gut und dabei eben auszugreifen aus diesen Museumsräumen, die definiert sind, hinaus und hinein in die Wieland-Forschungsstätte und hinein in die Jena-Weimar-Akademie. Also etwas, wo heute etwas gemacht wird mit Anstößen von Wieland in Richtung Bildung und mit seinem Werk, wo das lebendig gehalten wird. Und jetzt versuchen wir sozusagen diese Erinnerung an Wieland und seine Literatur und warum ist er da hingegangen und was hat ihn da umgetrieben und wer hat ihn besucht. Wir versuchen, dieses zu denken und das rausdiffundieren zu lassen und das Ganze gut einzunehmen und vielleicht auch mehr, vielleicht das Gut auch zu öffnen für die Dorfgemeinschaft, die da drumherum sitzt und für die Weimarer und für unsere Gäste. Und so geht das ganz konkret, Herr Riemzma. Und ich würde, es ist richtig, was Sie sagen, und ich nehme das total ernst, weil ich weiß, dass wir umstellt sind von Lippenbekenntnissen und von Sonntagsreden und dass das nicht nützt, dass auch das ein Teil des Problems ist, das hülsenhafte Sprechen. Aber es muss dennoch versucht werden. Und wenn wir es nicht versuchen und nicht das ein oder andere Mal auch Glück dabei haben, dann sind wir verloren. Also, Herr Riemzma, wir werden, da haben Sie recht, den Detailgrad, den Sie zu Recht wünschen, nicht erreichen. Deswegen von Wieland zu Wienanz wieder und nach Berlin. Ist das denn überhaupt im Rahmen des Möglichen? Also ich will diesen Öffnungsgedanken noch mal präzisieren. Es wollen ja jetzt alle erreichen. Kann das ein Ziel sein, Herr Wienanz? Also wir können nicht von heute auf morgen den Schalter so einfach umdrehen. Aber jetzt will ich auch mal sagen, wir sind ja schon länger dran. Also ich nehme das erste Punkt, kulturelle Bildung. Es ist ganz klar in unseren Kultureinrichtungen mittlerweile, dass es nicht nur kuratorische Arbeit ist, in einem Museum zu arbeiten, sondern auf kulturelle Bildung, dass wir viel mehr Pädagogen in die kulturellen Einrichtungen bringen. Und dass es genauso dazu gehört, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, das Gymnasium aus der Stadt in der Bildungseinrichtung haben, hier im Goethehaus, sondern dass es eine große Leistung ist, wenn die Förderschule hier ist, die Hauptschule oder wie sie dann jeweils, oder die Mittelschule, egal wie sie heißt in den jeweiligen Orten. Wir haben uns viel zu sehr konzentriert in unseren Bildungstempeln auf das Gymnasium, das mit seinen Lehrern automatisch gekommen ist. Wir müssen uns auch um diese anderen kümmern. Wir müssen sie erreichen. So, das ist eine ganz klare Schwerpunktsetzung. Dafür brauche ich kulturelle Bildung, dafür brauche ich Pädagogen, die mit denen umgehen können. Wir haben das Konzept des Outreach, es ist so ein bisschen abgeguckt, der aufsuchenden Sozialarbeit. Die Kultureinrichtungen gehen raus. Sie bleiben nicht und warten darauf, dass Leute kommen, sondern wir sprechen aktiv an. Und wir besprechen solche Schichten an, die bislang eben nicht automatisch in die Kultur kommen. Das heißt eben auch, jetzt will ich den ländlichen Bereich nicht diskreditieren, aber wenn Sie im ländlichen Bereich haben, haben Sie Probleme mit kulturellen Einrichtungen, weil Sie keine haben, schlichtweg. Das heißt für uns auch, dass unsere großen Einrichtungen raus müssen. Beispielsweise Jüdisches Museum Tours in Berlin. Können Sie so buchen? Das Haus der Geschichte können Sie buchen. Können Sie für Ausstellungen auch im ländlichen Bereich haben? Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat ein föderales Programm. Sie können Ausstellungen buchen für den ländlichen Bereich. Auch in den letzten Jahren alles gemacht. Wir müssen also in diesem Bereich unsere Kultureinrichtungen dazu bringen, dass sie mehr zu den Menschen hingeht und nicht wartet, dass die Menschen kommen. Dazu gehört aber auch, dass wir, es ist sehr umstritten zum Teil, dass wir freien Eintritt machen. Es kann nicht so sein, dass der Eintritt die Schwelle ist, dass bestimmte Bevölkerungsschichten nicht kommen. Wir haben jetzt nach Jahren jetzt gelöst, Herr Stölzel ist gerade hier, aber das DRM wird demnächst keinen Eintritt mehr nehmen. Es ist überhaupt kein Grund zu erkennen, warum das Haus der Geschichte umsonst ist. Wenn Sie in Leipzig sind, im Haus der Geschichte, es ist umsonst, im DRM kostet es Eintritt. Da ich der Kuratorsvorsitzende bin und wir auch die entsprechenden Mittel jetzt über den Haushaltsausschuss bekommen haben, machen wir freien Eintritt, damit die Leute reinkommen. Und zwar nur, wenn sie nur für eine halbe Stunde reinkommen. Sie kommen rein und wir müssen die Zugriffsschwellen runterbringen. Und das ist abschließend noch, weil ich nicht so viel rede, aber wir müssen handlungsorientierter werden. Da bin ich voll bei Herrn Riemzma, nicht nur reden, sondern wir müssen was tun. Wir machen zum Beispiel jetzt ein Programm gegen Bekämpfung islamischer Extremismus. Gibt es ein Förderprogramm der Bundesregierung, habe ich letzte Woche gerade den Kongress eröffnet. Da arbeiten mit jungen Menschen, die kleine Filme machen über ihre Lebenssituation, die werden für die Schulen geeignet. Und da bin ich jetzt abschließend, Kultur ist wichtig, aber ich war früher mal für Schule auch zuständig. Der Schlüssel liegt in der Bildung und wir dürfen es nicht akzeptieren, dass in unserem Lande so viele junge Leute sind, die im untersten Ebene der Bildungs
Skala sind. Wir müssen uns mehr darum kümmern. Und dann sage ich Ihnen mal, Sie kennen alle, wahrscheinlich die hier sind, nicht die Zustände in der Förderschule Ihres Ortes, welche sozialen, prekären Verhältnisse dort stattfinden. Und wir müssen diesen Lehrerberuf, das ist jetzt mal meine private Meinung, wieder viel höher schätzen. Und vor allem für die Lehrer, die in diesen Schulen arbeiten. Nämlich da kommt es drauf an. Das ist die Ecke, wo wir arbeiten müssen. Da tun wir noch zu wenig. Den Gedanken möchte ich gleich an Sie weitergeben. Wir hatten jetzt nur kurz das Vergnügen, aber ich habe Sie jetzt schon als das strenge Gewissen dieser Runde kennengelernt, was ich sehr schätze. Ist das schon wieder zu optimistisch und steht das alles, was jetzt gesagt worden ist, ohne es, Verzeihung, Herr Remsmann, noch mal jetzt genau zu benennen, steht das gar nicht in der Macht der Einrichtungen, über die wir sprechen? Ich hatte ja Herrn Remsmann bisher als das strenge Gewissen der Runde irgendwie erlebt, aber es ist also... Ich hatte einfach nur eine Bemerkung auf der Zunge. Also wenn wir wirklich den armen Leuten, die von der Bildung ausgeschlossen sind, helfen wollen, dann könnten wir ja vielleicht doch nochmal über das dreigliedrige Schulsystem nachdenken. Also das wäre eine super Idee. Ja. Das wurde bisher lange verhindert oder hat einen Teil der Spaltungen, mit denen wir im Moment zu kämpfen haben, ja sicher auch mitbedingt. Aber das ist irgendwie vielleicht eine Sache, die man anders andernorts diskutieren müsste. Aber ich denke, bei solchen Sachen müsste man klarerweise ansetzen. Es wird nicht so sein, dass alle Leute von Beginn an ihrer Bildungskarriere Lust haben, Goethe zu lesen, auch wenn das ganz toll ist. Aber es ist eben so, dass man zumindest die Möglichkeitsräume dafür schaffen kann. Und ich glaube, da kann man eine ganze Menge tun. In dieser schönsten vorstellbaren aller Echokammern möchte ich jetzt das erste Mal Sie bitten, so Sie eine Frage haben, sich kurz einzubringen. Wir haben für ein, zwei Personen dazu die Gelegenheit. Dann kommt das Mikro bitte hier vorne nach rechts und die zweite Gelegenheit ist auch schon gesichert. Hier Reihe 2 außen bitte. Und es wird leider festgehalten, das Mikro, daran erinnere ich. Ich freue mich, dass Herr Wienerns Back to the Roots geht. 1991 im September machte ich das ein bisschen renovierte Deutsche Historische Museum auf, selbstverständlich bei freiem Eintritt. Das hat sich leider später nach meiner Zeit verloren, aber natürlich in einem Land, wo angeblich Lehr- und Lernmittelfreiheit herrscht, müssen Basisbildungseinrichtungen nichts kosten. Und ob Opern so teuer sein müssen, ist auch eine Frage. Ich finde das selbstverständlich. Ob man damit das Anwachsen der NPD, hätte ich beinahe gesagt, der AfD wirksam bekämpft, das ist ein weites Feld. Also ich glaube, die AfD nur als eine Partei zu sehen, die von den wenig Gebildeten gewählt wird, das wäre ja furchtbar einfach. So einfach ist es aber nicht. Also so einfach ist es nicht. Aber selbstverständlich, dass ein Bildungssystem in diesem Land, das gewaltige Erfahrungen im Sozialstaat und im Umverteilungsstaat hat, möglichst billig sind, möglichst niederschwellig, ist eine Selbstverständlichkeit. Das schulden wir uns. Den Freudschen Versprecher haben wir alle spätestens mit dem Fontane-Bezug wieder vergessen. Wir gehen mit dem Mikrofon in Reihe 1 zu dem Herrn, bitte. Was mich sozusagen in letzter Zeit etwas bekümmert, kann man das hören, ja, ist folgende Tatsache. Erstens, der Souverän hat gewählt. Die Wahl hat ein Ergebnis gezeitigt. Was daraus gemacht worden ist, ist ein Problem. Aber ich kann auch nicht den Souverän dafür beschimpfen. Erstens, der Souverän hat sozusagen das erste und letzte Wort. Was geschieht jetzt? Jetzt heißt es, es muss neu gewählt werden. Das erinnert mich an das betreute Wählen. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Diese Menschen hier haben sozusagen 45 Jahre lang erlebt, was betreutes Wählen bedeutet. Ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, da habe ich meine Bedenken. Dann müssen wir für mein Dafürhalten das Verantwortungssystem, was zurzeit auf dem Kopf steht, wieder auf die Füße stellen. Wer ist denn für die Verführung in diesem Lande verantwortlich? Das ist das Parlament, das sind die Parteien. Was ich vermisse, ist eine parteiübergreifende Strategie zur Bekämpfung von Extremismus und rechter Gewalt. Nein, das Thema Rechts wird als Knüppel gegen den jeweiligen politischen Konkurrenten eingesetzt und damit wird sozusagen der Rechten die Munition geliefert, mit der sie auf die Demokratie schießen. Jeder und die Parteien sagen, Moment, wir brauchen einen Aufstand der Aufrechten. Ja, wo steht denn da bitte sehr die Politik auf? Wo stehen die Parteien auf? Schließen sich zusammen zu einem Bündnis gegen Rechts? Das ist keine sozusagen Frage, in der man politische Konkurrenzen ausdiskutiert, sondern hier hat man zusammenzustehen. Das vermisse ich. Und immer auf die Bürger zu zeigen und zu sagen, ihr müsst
den Wähler zu beschimpfen und sagt, Moment mal bitte, du musst betreut werden. Du denkst nicht richtig, du wählst nicht richtig. Das provoziert noch mehr Extremismus. Vielen Dank, Herr Remsmar. Sie sind überwiegend angeschaut worden. Wollen Sie darauf eingehen? Ach so. Sie müssen nicht, wenn Sie mögen. Also es gibt weder den Wähler noch den Wählerwillen. Wenn mir jemand etwas von dem Wählerwillen erzählt, weiß ich, er denkt nicht nach. Es gibt Wahlen und da werden Parlamente, die Zusammensetzung des Parlaments wird bestimmt und da gibt es keinen gemeinsamen Willen, den das irgendwie abbildet. Alles Unfug. Was dann passiert, wenn ein Parlament in Schwierigkeiten kommt, weil die Zusammensetzung nicht richtig stimmt und weil dies und jenes passiert, dann gehört es selbstverständlich zu den legitimen Möglichkeiten, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen zu machen. Ob das eine politisch kluge Entscheidung ist, ist eine Frage. Dass das der oder jene aufnimmt als, ach, jetzt kriegen wir das zurückgeschoben, wählt noch mal vernünftig. Ja, das ist Rhetorik, politische Rhetorik. Aber dies ist auch ein ganz normaler politischer Vorgang oder normaler demokratischer Vorgang, dass Parlamente auch, wenn sie nicht arbeitsfähig, aufgelöst werden können. Das steht dann nämlich in den Verfassungen drin. Und das macht doch nichts. Die Schwierigkeit, das Parlament aufzulösen, erleben wir zwar hier gerade im Kleinen, aber ich möchte mit Ihnen was anderes sprechen, nicht über den Liberalismus der Furcht. Aber was ja auch real ist, ist, dass viele tausende Menschen nach der Wahl von Kemmerich auf die Straße gegangen sind und dass viel von Angst die Rede war. Und von Angst auch nicht dessen, was bisher passiert ist, sondern Angst vor dem, was noch passieren könnte. Kann man denen einfach sagen, beruhigt euch, wird schon alles gut? Nein, das tue ich ja auch nicht. Das ist vollkommen in Ordnung und vollkommen richtig, wenn ich demonstriere und sage, lasst euch doch nicht an der Nase herumführen durch so ein parlamentarisches Manöver und so weiter. Und das ist doch richtig. Es ist auch richtig, sie zu beschweren, es ist auch richtig, zu schimpfen. Und selbstverständlich muss man immer ein bisschen in Sorge sein. Selbstverständlich sind Demokratien fragil. Leider können Demokratien auch mit demokratischen Mitteln aufgelöst werden. Noch einmal der klassische Satz, Hitler ist durch einen parlamentarischen Weg an die Macht gekommen. Nicht die Mehrheit gehabt, aber von einer Bande verantwortungsloser Opportunisten und Hasardeure an die Macht gebracht worden. Ein grauenhaftes Ereignis Anfang 1933. Aber es war verfassungsmäßig. Das ist eine fragile Angelegenheit. Und Sie werden in jeder demokratischen Gesellschaft immer Leute haben, die undemokratische Zustände herbeisehnen, weil sie sich dort wohler fühlen. Weil sie sich wohler fühlen, gegängelt zu werden, entmündigt zu werden und dass man die rhetorischen Grenzen lockert, dass sie sich schlecht benehmen können, dass sie ihren Nebenmann mies behandeln können und so weiter und so weiter. Die werden sie immer haben. Die gilt es, was heißt denn bekämpfen? Ja, auszugrenzen. Ja, es geht auch darum, bestimmte Manieren nicht zu übernehmen. Zum Beispiel einem gewählten Ministerpräsidenten nicht den Blumenstrauß vor die Füße zu werfen. Das gehört sich nicht. Das alles gehört zusammen. Dieser Punkt, auf den werden Sie garantiert gleich beim Empfang noch angesprochen. Herr Wienerns, bitte sehr kurz darauf. Ich wollte nur eins anmerken, jetzt als Jurist jetzt auch. Wir haben alle gelernt, dass wir die Erfahrung, Sie sprachen ja selbst Weimar jetzt an. Warum sind wir gegen schnellen Parlamentsauflösungen? Weil Weimar uns gezeigt hat, dass die Parteien sich dann nicht einigen und dann schnell zur Auflösung kommen. Das ist die Erfahrung aus Weimar, weshalb unsere Verfassung so restriktiv sind. Ja, deshalb ist es auch nicht so leicht. Ja, so, gut. Dass wir nicht so leicht zu Neuwahlen kommen, weil das war ja auch eine Erfahrung. Hätte man dieses System in Weimar nicht so gehabt, dass man so leicht zur Auflösung kam, wäre die Radikalisierung nach links und rechts gleich nicht so schnell passiert. Man hätte sich versucht, eher mal an den Riemen zu reißen und zu einigen. Das muss man immer dabei sagen, wenn man jetzt sagt, warum, so leicht kommen Sie ja nicht zur Neuwahl in unserem System. Ganz bewusst auch. Ne?
Frau Lorenz, bevor ich Sie gleich dann schon fast abschließend frage, was Sie sich für die kommende Zeit wünschen, wenn Sie welche frei hätten, möchte ich Herrn Reitz vorher noch mal bitten. Herr Reitz, im Thüringen-Monitor haben, glaube ich, 26% der Menschen gesagt, naja, der Nationalsozialismus, der hatte auch seine guten Seiten. Kann man in so einer Situation sagen, die Verfassung, die wir haben, der Parlamentarismus, den wir haben, all das ist als Rüstzeug hinreichend, um auch mit so einem Wert umzugehen? Oder müsste man aus Ihrer Sicht, und ich weiß, Wissenschaftler sind für Handlungsempfehlungen nicht so gerne zu gewinnen, hier haben Sie trotzdem die Gelegenheit dazu, müsste man darauf reagieren? Ja, die große Frage ist halt, wie man reagiert. Was man vielleicht sagen kann, und das ist schon interessant, es scheint so eine Art Höcke-Effekt zu geben, genau bei dieser Aussage oder bei den zwei oder drei Items dieser Art. Es ist nämlich so, dass, also die machen ja auch so Längsschnittgrafiken vom Thüringen-Monitor, und da sieht man, dass die Nationalsozialismus-Verharmlosungs-Items irgendwie sich radikalisiert haben. Also die haben einen leichten Zuwachs bei sonst ziemlich stabilen Zahlen insgesamt. Also das scheint irgendwie doch Anklang zu finden. Und das ist übrigens einer der Punkte, die mich in Thüringen jetzt auch besonders beunruhigen. Also nicht, dass es einfach die AfD ist, sondern dass es diese AfD ist, auf die man reingefallen ist. Das ist tatsächlich beunruhigend. Was man machen kann generell, ist aber natürlich trotzdem die parlamentarischen Verfahren nutzen, sich klar positionieren. Ich glaube, in so einer Situation wären Neuwahlen ein sehr einfaches und schlichtes und gutes Signal. Und ich finde es immer noch relativ verbrecherisch von denjenigen, die es verhindern, dass sie es verhindern. Also ich glaube, da kann man schon was tun, aber da geht es eben um eine gemeinsame Handlungsfront der demokratischen Kräfte. Also ich meine, das ist nur wirklich eigentlich nicht zu viel verlangt. Aber verbrecherisch wollen wir das nicht nennen. Nein, meine Güte. Ich finde es moralisch extrem fragwürdig. Ich finde es politisch sehr schädlich. Ich finde es nicht gut. Und ich hätte lieber Leute im Parlament, die ich irgendwie ein bisschen vernünftiger und ein bisschen charakterstärker mir vorstellen darf. Aber das ist doch wunderbar. Frau Lorenz. Hier in diesem Raum auf eine kleine Nachfrage kann man es noch mal differenzierter ausdrücken. So viel Zeit ist in dieser Art von Freiraum, den Kulturinstitutionen bieten, ein Schutzraum auch für eine differenzierte Diskussion. So, und jetzt kommt mein Wunsch. Also mein Wunsch ist schon auch, so rasch wie möglich zu einer handlungsfähigen Landesregierung wieder zu kommen, die legitimiert ist, die klüger weitermacht als wir es jetzt in diesen 14 Tagen erlebt haben und die es uns ermöglicht, ein paar ganz wesentliche Projekte, zum Beispiel die Weitersanierung des Schlosses in Weimar, tatsächlich auf den Weg zu bringen. Darüber hinaus, zweiter Wunsch, falls ich noch einen habe. Sie haben zwei haben Sie noch. Genau. Der zweite Wunsch ist, dass wir als Institution, Klassikstiftung Weimar, gemeinsam im Kreise der Kolleginnen und Kollegen klug genug sind, um uns jetzt auch angestoßen von der äußeren Politik zu besinnen und auf einen guten Selbstreflexionsweg zu gehen und zu sagen, wo können wir wirklich was tun, wie machen wir das, wie denken wir uns die konkreten Umsetzungen aus, damit wir einen Unterschied machen. Und möglicherweise tatsächlich, das wäre der dritte Wunsch, damit anzukommen, rauszukommen bei den Leuten und die Orientierung zu bieten, zu der wir fähig sind. Ich bin zwar nicht die gute Fee, aber zwei Fragen kann ich dem Publikum noch ermöglichen, falls es daran Interesse gibt. Dort hinten sehe ich einen Arm, da geht das Mikro hin. Bitte schön. Also, Entschuldigung. Die Frage an Frau Lorenz, wenn Sie sich nach Ihren Vorstellungen jetzt den Neujahrsempfang in 3 Jahren vorstellen, wie würde denn das Publikum und das Setting Ihrer Wunschvorstellung nach dann aussehen? Sie haben ja jetzt sehr viel von Öffnung geredet, nicht nur die Eliten anzusprechen, das Establishment. Wird sich das auf den Neujahrsempfang auch widerspiegeln? Ja, ich könnte mir zum Beispiel hier eine deutlich launchigere Atmosphäre vorstellen, wo Sie alle gemütlich sitzen und wir in einem großen Kreis vielleicht aber die Diskussion fortsetzen. Also sprechen ist schon mal ein guter Anfang. Das würden wir gerne weiterführen und auch deutlich noch mit anderen Milieus ins Gespräch zu kommen. Das wäre auch eine Vorstellung, die ich hätte für 3 Jahre. Und diese Milieus lassen Sie aber jetzt noch nicht ganz so gut beschreiben.
Naja, es sind halt diese Milieus, die wir mit einem Neujahrsempfang im Moment gar nicht einladen. Und da fängt das Problem eben an. Aber wir haben das heute alle schon diskutiert. Das sind genau die Distinktionsmerkmale, die wir vor uns hertragen und die es einfach auf den Prüfstand zu stellen gibt. Diese eine Frage ist schwer zu toppen, aber wir versuchen es noch mit der letzten, die jetzt kommt. Also, eine Frage, weil Sie eben davon sprachen, dass man ja den Eintritt für die Museumslandschaft annullieren sollte, um sie attraktiver zu gestalten. Aber ich glaube nicht zwangsläufig, dass die Annullierung auch dazu führt, dass dann mehr Menschen wirklich da reingehen, insbesondere die, die man sucht. Dieser Aufstieg der populistischen Kräfte in Deutschland, aber eigentlich weltweit lässt sich das ja beobachten, hängt, und da sind sich fast alle Wissenschaften einig, irgendwo mit dem digitalen Zeitalter zusammen und den neuen Herausforderungen. Wenn man sich im Internet bewegt, wird man ständig mit Politik konfrontiert, in einer sehr makabren, drastischen, schnellen Art und Weise. Kultur findet da leider noch nicht so stark und intensiv statt. Was kann denn die Klassikstiftung schaffen, um diese neuen Medien, wie sie immer genannt werden, ohne jetzt die alten zu diffamieren wollen, aber wie kann die Klassikstiftung da vielleicht tatsächlich mit der Zeit gehen? Und ist die Kulturszene in Deutschland oder in Europa da vielleicht noch etwas hinterher? Ja, das ist zweifelsohne so. Und insbesondere die Klassikstiftung ist im Bezug auf eine digitale Transformation tatsächlich zwar in den Startlöchern, und es gibt sehr viele Ansätze, die müssen aber vereint werden, um tatsächlich eine wirkliche Strategie, eine Öffnung im digitalen Raum auch zu erreichen. Wir sind dabei. Es ist einer meiner strategischen Schwerpunkte und wir stellen uns im Moment gerade dafür auf. Und ich glaube tatsächlich, ich halte das nicht für das Allheilmittel, genauso wenig wie es ein prinzipiell freier Eintritt ist. Da haben Sie völlig recht. Aber es ist auf jeden Fall ein geeignetes Kommunikationswerkzeug, um an jüngere Generationen heranzukommen und eben auch eine Differenz im virtuellen Raum zu machen. Das ist eine Riesenaufgabe, die wird uns genauso lange beschäftigen wie die großen Infrastrukturprojekte. Und ich bin aber sicher, dass wir das hier schaffen werden. Ich weiß nicht, ob ich eine Zweidrittelmehrheit habe, aber wir lösen dieses Podium an der Stelle auf. Vertiefen Sie gerne alles, was Sie gehört haben beim nun folgenden Empfang. Ich möchte mich ganz kurz noch bedanken, natürlich bei Ulrike Lorenz. Ich möchte mich bei Jan-Philipp Brems mal bedanken, insbesondere für die Genauigkeit. Ich möchte mich bei Tilman Reitz bedanken und auch bei Günter Wienans und wünsche Ihnen allen noch einen anregenden Abend. Machen Sie es gut.